Ich sag auch mal so, ja. So schaffe ich nicht. Mega Tipp. Mensch, hau doch einmal gegen, dann geht das ganz leicht. Ja, siehst du, geht ganz leicht. Also für ganz leicht, für die Tipps bin ich ja zu haben. Geiles Kraut, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh, ich muss hier mal rüberschwenken. Oh. Wenn die Straßen keinen Mittelstrich haben, dann sind die immer so klein. Ja, gestern aufgehört, da endete das Video. Heute neues Video, neuer Tag, selbe Aufgabe. Da ist jetzt noch der Raps von gestern Abend drauf, sozusagen, das letzte. Da wollen wir den Landhandel immer nicht belasten, ist ja klar. Die wollen auch Feierabend machen und dann nimmt man das mit nach Hause und dann fährt man es den nächsten Tag weg. Das ist immer das kleinste Übel, ne? Genau, ich fahre jetzt weg und dann, ja, gucken wir mal, dass wir den letzten Raps da abgenudelt kriegen. Und dann, weiß gar nicht, vielleicht umbauen auf Gerste. Wir haben noch so ein bisschen Sommergerste, wo wir ja, guck mal, im vorletzten Video war das schon, genau, wo wir da waren zum Testen, aber nee, das war's noch nicht. Ja, das gibt's eigentlich zu erzählen. Heute ist das Wetter, ja, ich habe mal nur ein T-Shirt an, aber mein Pullover wieder dabei. Genau, wir gucken mal, heute Morgen wollte das nicht so freundlich sein, aber jetzt nach Mittag geht das. Und für Raps sollte das allemal reichen. Es hat auf jeden Fall schon mal nicht geregnet. Und es hat gestern ja auf der Koppel auch nicht geregnet, wo es beim Landhandel geregnet hat. Von daher, Daumen hoch. So, die letzten Meter. Eben haben wir schon mal abgetankt. Jetzt machen wir zum Ende nochmal. Dass wir ganz am Ende, also da oben, sondern wenn der Tank leer ist, dann müssen wir erstmal Seitenmesser abbauen und so, sehr viel Messer sind ja aber geil, ne? Seitenmesser abbauen, Zentrifugalabscheider einmal umschalten, ein paar Drehzahlen anpassen, das passiert ja alles aus der Kabine, dann kann man schon Weizen dreschen. Siehste, das eben hatte 8%, also hier mehr als trocken. Bin mal gespannt, wie der Weizen so ist. Tja, fehlt die Ausbringtechnik, ne? Sind wir zu schnell für. Da soll wohl noch ein bisschen Raps rein hier. Da hinten, ah, kann man nicht sehen. Messerwalze, auch mal interessant. So sieht das denn aus, wenn er da rüber gefahren ist. Ja, immer wieder interessante Themen, die man sehen kann, wenn man so mit offenen Augen durch die Gegend fährt. Messer ab, alles umgestellt. Weizen. 18.50 Uhr. Hm. Naja. Oh Mann, ich bin zu spät. Das war gerade echt spektakulär. Das sah richtig cool aus. Hier übrigens Rübe.
Und da Mais, ich muss da die Tage noch mal reinstapfen. Ich meinte, einer hat nämlich gefragt, Mensch, wie sieht überhaupt der Mais aus? Und ich glaube, er meinte den. Den relativ spät gelegten. Aber der ist hier, ich habe keine Ahnung, 2 Meter und ein paar kaputte hoch. Ja. Gucken wir uns mal die Tage an, das schaffe ich bestimmt. Ah. Auch doch gelb, ne? Hallo, Herr Nachbar. Hier, gelb müssen Sie sein, ne? Dann gehen Sie auch. Moin. Ach, man kennt so viele. Puh. Ich bin spät dran, aber da war noch Raps in der Gosse und die Steigerung war dann noch, weil das trocken war, der erste, ne, der hatte schon mal was gekriegt, trockenen Weizen, aber dann machen wir hier erstmal Attacke Hü, trockenen Weizen gekriegt und wir mussten da noch so, da habe ich noch mitgeholfen, schnell so ein Rohr reinlegen, Lüftungsrohr und ja. Dann machen wir ja gerne kurz mit anfassen, zack, zack, und dann passt das. Und ja, dann müssen wir hier jetzt mal schnell. Schön über den Acker pesen. Wenn die Enden ein bisschen weiter sind, ne, dann wird das auch alles ein bisschen enger. Fadi kam mir entgegen, ich kriege die Kamera gar nicht so schnell raus. Fadi ist mit dem 724 und dem 18 Tonner unterwegs. Und weil das geht alleine nicht mehr. Zu weit, zu viel Ware, zu lange warten. Da musst du schon zu zweit fahren. Jo. Schauen wir mal, jetzt ist das auch schon 8:45. Irgendwann, da sind nicht wirklich viele Wolken am Himmel, kommt der Tau und dann ist aus. Fadi läuft das. Junge, 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 Junge. Wenn ich mal erstmal so alt bin und noch so aktiv, du, dann weiß ich alles. Gebaut. Feierabend. Schön. Schön, schön, schön. Kann man das überhaupt sehen, jo? Wir tüdeln nach Hause. Schönen Feierabend euch. Junge, was ein Staub, wa? Herrlich, schön. Ja, heute
Der Tag mit dem großen Unwetter. Wir wissen noch nicht. Da. Aus irgendwelchen Wolken soll es nachher kommen. Jetzt haben wir ein bisschen nach Mittag. Obwohl, nee, Mittag müssen wir gleich erst noch machen. Kann man eigentlich schon vorher Mittag sagen? Ach, egal. Wir haben jetzt hier ein bisschen nach Mittag und ich bin jetzt von der Arbeit hier. Fadi war heute Morgen schon da, hat schon fein gefahren. Und wollen mal gucken, wie lange der Spaß hier geht, bis der Regen kommt, ne? Erstmal sieht es sehr gut aus. Es ist mega windig. Wir haben laut Trecker 26 Grad. Das wird noch ein bisschen runtergehen. Das sind vielleicht, glaube ich, 24 oder so. Aber bestes Dreschwetter. Und dann soll das schon wieder nicht gut sein gleich. Also nachher, bald, demnächst. Schade, schade, schade. Naja. Aber dieses Stück hier ist nachher, also da ist gar nicht mehr viel nach. Da ist noch ein bisschen, da ist noch so ein kleiner Streifen und ich baute mal da unten in der Ecke ist noch was. Und dann ist das fertig, dann müssen wir schon wieder umsetzen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was noch kommt, bevor der Regen kommt. Meinst du Stau? Wir kommen noch nicht raus. Boah, was ist das da hinten denn für eine Karre? Ich glaube, ein schwarzer Magnum. Da habe ich auch noch nicht gesehen. So, ich fahre hier an die Kante. So ungefähr. So. Oh, da ist Raps. Das sieht auch noch. Sieht so gut aus. Raps, Weizen, Weizen. Oh, da kommt noch ein Johnny. Und hinter uns? Nee, wo ist der denn hin? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist hier reichlich Verkehr. Reichlich. Und du? Wie siehst du den Fall? Genau so? Action-Sache, ne? Oh, ich muss ein Stück zurückfahren, ne? Den schönen 7000. Hätten wir gerne noch ein bisschen auf der Kamera gehabt. Hier kommt schon der nächste. Heute ist alles, was Räder hat, fährt heute. Alles. Da hinten steht auch noch irgend so eine Karre. Ja, da stoppt es ja auch da. Ja, da ist noch so ein Meter schon so ein blauer Anhänger. Also genau. Heute dreht sich's. Hier und nachher kommt der Regen. Und dann sind alle wieder traurig.
ich sage immer so, ja. So schlafe ich nicht. Ich kann zwar auch gut immer in jeder Lebenslage einschlafen, aber so wie die hier immer liegt. So, das schöne Stück mit den langen Enden ist ab. Och, was schade. Es war so schön. Wollen wir mal gucken, wenn wir hier durchzirkeln. Haben wir noch ein kleineres. Vielleicht schaffen wir das ja noch vom Regen. Der Regen hat sich jetzt so ein bisschen so auf 19 Uhr hin so verdünnisiert. Vorher war das 17 Uhr. Könnte vielleicht was werden. Wäre ja mal ganz nett. So, Licht an, Randale an. Und dann fahren wir mal vorweg und schieben die Autos beiseite. Da stehen bestimmt Autos. Aber ja, die Menschen wohnen da, das ist auch in Ordnung. Da kommt man nicht jeden Tag Mähdrescher vorbei, das ist auch in Ordnung. Dann nehmen beide Seiten Rücksicht und dann passt das auch, ne? Geht alles. Wer was kennt, ne? Der fährt ja Fendt, ne? Doppelräder dabei, alles dabei, die Jungs. Sehen. Oh, oh, oh. Dunkle, schwarze. Ah, muss man das hier weg. Mach ich kurz weg. So, weg. Jetzt kann man gucken. Da. Von da wird es kommen. Ich habe schon auf Insta Nachrichten gekriegt. In Niedersachsen regnet das schon. Oh. Naja. Wir gucken mal. Das Schlimmste ist schon mal weg. Einmal außen rum. Und dann hier sollten wir diese Koppel eigentlich noch schaffen. Ja. Schauen wir mal. Junge, was ein Staub. Und dann das da. Kacke, kacke, kacke. Naja. 18 Uhr. Erster Step. 17 Uhr Regen, dann 19. Jetzt sind wir bei 18 gelandet. Koppel ist nicht ganz ab. Aber... irgendwas ist ja immer. Jetzt fahren wir nach Hause. Boah. Und dann fällt einem ja immer irgendwas ein. Kommst du mal bitte wieder hierher? Komm her. Reiser, komm her. Wir haben das noch nicht in Video gezeigt. Komm hierher. Kommst du hierher? Gib bitte. Danke. Wir müssen das noch im Video zeigen und uns bedanken. Ja. Jetzt habe ich das Schleifpapier von euch und ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. So vielleicht? Na. Natürlich. Ich muss ja erstmal, hier ist ja Klebeband rum. Gucken wir erstmal. Wir brauchen... Nee, du musst die Dinger an der Seite. Halt. Hier, du musst hier. Kannst du das nicht rausmachen? Ich muss ja das. Ich könnte ja auch das Gummi einfach durchschneiden. So, dann kann man das einfach abreißen. Dann kann man hier mal nacharbeiten. Ich werde nämlich das Lager muss ja darauf und damit das ein bisschen leichter geht, werden wir das mal so ein bisschen machen. Die Jungs hatten das schön eingeölt, das fand ich sehr gut. Weil da weiß ja keiner, wenn sowas mal ein bisschen draußen liegt. Dann fängt das ja an zu rosten. Somit haben sie dem Ganzen so ein bisschen vorgebeugt. Dann war da hier auch noch so eine ja, nicht sichere Tülle drüber. Aber für das Lager, wie heißt denn das? Für den Lagerpunkt, für den Lagerzapfen auch nicht. Auch was weiß ich. Dafür war das auf jeden Fall gut. Wir werden das jetzt hier nochmal ein bisschen schön machen. Und dafür eben dieses Schleifband, das ist natürlich mega, ne? Dann nehmen wir noch mal die letzten Unebenheiten raus. Jetzt müssen wir mal gucken, beim Abbauen haben viele gesagt, heiß machen. Ja, stimmt, habe ich nicht gemacht. Mal gucken, wie das jetzt hier ist.
Wir können ja immer noch mal wieder zurück. Vielleicht. Fertig. Jetzt darf die Riemenscheibe da wieder rauf. Hier haben wir noch diese Passfeder, die kam ja hier von da unten. Wo ist es überhaupt? So, dass ich es nicht sehen kann, ne? Ah, mehr so von hier. So, die kommt da wieder rein. Der geben wir noch mal ein bisschen, dass sie auch wirklich passt. Klingt nach drin. Sicher? Ja. Sicher. So, die muss da ja dann rein. Da. Und nun habe ich hier noch ein bisschen, das ist das Gute. Eben habe ich ja quasi mit der Mittelteil geschliffen. Jetzt konnte ich hier mit dem Finger, kann man sehen, hier drin noch ein bisschen sauber machen. Und dann sollte das da so raufflutschen. Jo, guck mal, die Welle hängt schon mal unter. Ich habe das jetzt noch nicht festgezogen. Ich habe auch noch die noch nicht festgezogen hier quasi. Wenn jetzt der Lagerbock festgezogen wird und hier noch eine Spannung drauf ist, dass sich das hier noch so ein bisschen bewegen kann. Ne? Im Endeffekt wird ja die Welle mit dem Lager über die Maden verbunden und dann ist da Ende. Genauso hier drüben habe ich das auch noch nicht gemacht. Hier ist natürlich das Lager, also der Lagerbock noch lose und gleichzeitig auch das Lager noch nicht festgezogen. Und ich habe auch noch nicht diesen festgezogen, wobei der, glaube ich, hier so bündig war. Wir werden nachher hier nochmal eine Wasserwaage rüberhängen oder irgendwie sowas nochmal einmal gucken. Aber eigentlich so vom Abdruck her und von meiner Erinnerung her war das da bündig. Und hier ist auch der Platz. Also das ist alles genau passig. Von daher denke ich mal, dass wir das leicht festziehen können. Und dann richten wir nochmal aus, ne, was da noch so geht. Dass das im Grunde genommen, ja, weiß ich nicht, hier zu diesem Eisen, ne? Wir werden mal von diesem Eisen zum Lager messen, dass wir die gleichen Abstände hier haben, hier und drüben. Und dann haben wir zumindest schon mal einen Baustein wieder drin. Dann könnte das ja schon fast wieder drehen, ne? Dann fehlt eigentlich nur ein paar Kleidungsbleche, die Rolle und dann sind wir fertig. Jetzt haben wir das einmal hier eingestellt. Wir haben das hier gemessen mit, ich glaube, auf jeder Seite so, dass es noch nicht mal ein halber Millimeter ist. Halber Millimeter? Nur, wie viel war das? Nee, stimmt, ein halber Millimeter. Ich wollte gerade sagen, ja. Halber Millimeter. Also von hier aus gemessen bis hier und haben das dann festgeschraubt, sodass es natürlich dann gleichmäßig ist, auf der anderen Seite auch. Also das... Wie hat er das gesagt, das Auge das hergibt? Und dann haben wir noch zwei Muttern übereinander, so wie Düger das ja auch macht. So haben wir das jetzt auch festgemacht. Jetzt kommt der nächste Schritt, weil ich habe dann gleich schon rumgemeckert. Weil diese Scheibe hier, die scheuert hier. Das wurde mir aber erklärt, wenn man das dann so reinschraubt, zieht sich das raus und dann ist es wieder besser. So. Jetzt wird hier noch klein gemessen. Ja, es muss ja, guck mal, das muss passen. Die beiden müssen überein. So, jetzt kommt aber ja diese Welle hier. Dieses hier musst du hier mal zeigen. Mhm. Hier mal zeigen. Wo muss ich das zeigen? Hier, hier. Ja. Hier ist ja so, dass dieses jetzt quasi noch weiter rauskommt. Diese Schrauben, das ist ja vom Abdrücken, die kommen jetzt hier rein. Also die da und die dritte da hinten da rein. Und dadurch wird ja quasi diese Riemenscheibe wieder zurückgezogen auf... das Niveau? Auf den hier, nee, und der klemmt hier dann fest. Ach so. Da ist er einmal ja gesichert gegen Verdrehen und zusätzlich klemmt er dann fest. So, und dann muss es natürlich so sein, damit die Riemen darauf passen, dass das hier eine Flucht ergibt. So, jetzt kommt diese hier rein zum Festziehen. Ich habe nochmal geguckt, also diese hier war so bündig, wie sie jetzt auch ist. Das ist unser Maß. Also es ist so, dass genau
Dieses hier kann man das vielleicht mal sehen. Die zwei verschiedenen Modis. Einmal ist der Modi, dieses ist hoch und das hier ist tief. Dann drückst du die Scheibe dahin und jetzt wollen wir es ja wieder festziehen. Dementsprechend ist dieses hoch und das hier tief. Jetzt ziehen wir das da hoch. Und da hat im Grunde genommen, hier hat immer diese Scheibe ein Gewinde beim Festziehen und beim Loseziehen hat diese Seite Gewinde. Aha. Das ist hier ganz interessant gemacht. Gar nicht schlecht, wenn man es nicht weiß. Aber das sieht man, glaube ich, nicht so gut. Nee, das kriegst du nicht zu sehen. Aber wenn man es nicht weiß, dann macht man da ganz schön Aua. Also ich sehe es, aber leider ja, bei Kamera kann man es nicht so gut sehen. Da. Guck, das ist aber schlau. Ja, das ist schon ganz cool gemacht. Das ist genauso, werden wir nachher sehen, wenn wir die Andruckrolle, die liegt ja da hinten noch, da ist ein Lager noch drauf und da sagt der eine, guck mal hier, ich wollte den da aufmachen. Reden und arbeiten. Du hast es gerade abgemacht, das ist noch viel besser. Ja. Da sagt der eine, Mensch, hier, diese Lager mit der Mutter drauf, da brauchst du doch nur einmal gegenhauen, da müsst ihr euch auch nicht so quälen. Hier, gucke ich nachher, habe ich, sieht man nicht, ich habe auch noch nie, ich bin kein Lagerexperte, ich bin Elektriker, ne? Hier, da weiß ich ja nicht, wie man so Lager abmacht und das ist das erste Mal gewesen und deswegen, Megatipp, Mensch, hau doch einmal gegen, dann geht das ganz leicht. Ja, siehst du, geht ganz leicht, also für ganz leicht, für die Tipps bin ich ja zu haben. Ganz leicht geht ja auch immer ganz schnell, denn und ganz schnell ist ja mal fix fertig. Du bist Elektriker, aber an Strom gehst nicht bei, ne? Du, ich mache ja alles, ne? Aber Strom, da gehe ich nicht bei. Da kannst du vergessen. Viel zu gefährlich. Zwei Ader mein Brot, drei Ader mein Tod. Sage ich immer. So, guck mal. Das ist aber schön. Ach, das ist aber schön. Ist ein bisschen schwer. So. Cool. Sieht gleich besser aus. Auch ein bisschen besser aus. Hier ist jetzt der Abstand auch ein bisschen größer geworden. Ja, das gefällt mir besser. Und jetzt, wenn dann jetzt hört man das schöne Geräusch. In der Regel heißt das Geräusch beim Mulchen Feierabend. Jetzt haben wir ja die ganzen, also die Lager sind fest. Hier dükermäßig mit zwei Muttis. Einmal selbstsicher und nochmal einmal extra. Das war auch so. Und jetzt ist die Welle, habe ich ja nun auch ein paar Mal gedreht. Jetzt ist der Moment, wo wir hier quasi die Welle mit dem Lager zusammen fixieren. Da werde ich gleich ein bisschen mit mehr Kraft die festziehen. Weil ich denke mal, jetzt ein paar Mal durchgedreht, dann ist die Spannung da raus. Und dann kann man das auch ganz beruhigt festziehen und die Lager quasi mit der Welle verbinden. Klingt so, als wenn eine Footballmannschaft da hinten irgendwie Alarm macht, oder? Das hört sich richtig komisch an. Also, da kommt Alarm von, im Sinne von Regen. Also, es tröpfelt schon so ein bisschen. Gut, dass wir drinnen sind, ne? Ein bisschen. Hier steht, jetzt haben wir hier den Achter übrigens, hatte ich gar nicht erzählt, ne? Haben wir so ein bisschen der ist wieder da. Da hat das mit dem Zugmaul alles wunderbar gepasst. Tibi-Tobi, der war zufrieden, ne? Der wird ja, hier nie wieder, er will nichts anderes mehr fahren. Obwohl, das stimmt nicht, er war heute mit dem Case hier von seinem Bruder. Und hat eine Palettengabel geliehen. Also hier, Case fährt er doch wieder. Aber alles er gut. Fand das gut. Aber er fand das gut. Nachher soll noch der Frontlader abgeholt werden. Da sind wir mal gespannt, ne? Kannst du machen? Da kannst du. Kistenabholung ist gerade nicht. Genau. Jetzt hört man es hier auch. Jetzt kommt der Regen. Du bist nämlich auch reingegangen vom Regen, ne? Jetzt haben wir hier schon mal das erste Seitenblech drin, ne? Das machen wir jetzt auf der anderen Seite. Das ist ja nicht spektakulär. Das sind 1, 2, 3 Schrauben. Und dann ist der Torsion. Und dann muckt wieder mit das auch noch. Und dann muss dort das Morona und dann kommt der Niedrop und dann du, ha, dann sind wir wieder fast gut. Na, dann kommen noch ein paar Regen. Aber jetzt kommt hier erstmal der Regen. Was wollen wir machen, ne? Wir können es nicht ändern. So, wie gesagt, das Blech rein, das liegt da. Hast du was angezogen? Ich habe schon die Tür zugemacht. Das zieht da draußen wie Hechtsuppe jetzt. Wir gucken gleich mal, das wird hier gleich, gibt es hier Blubberblasen und laufendes Wasser. Wollen wir wetten? Das frage ich auch. Ja, naja, auf jeden Fall, wir machen weiter. Ich dachte ja auch die ganze Zeit, dass bei meiner Tastwelle hier, dass das alles in Ordnung ist, ne? Aber wenn man das ausbaut und dann mal dran wackelt und das Gewicht nicht damit dran ist, das ist schwer zu simulieren hier. Aber das Lager, das ist tatsächlich im Moos. Hätte ich ja nicht gedacht. Hat auch einer geschrieben, Mensch, weil ich diese Lager
habe ich nirgendwo irgendwie gefunden, dass man die mal irgendwie so im Nachbau findet oder so. Ich habe die jetzt original bei so einem original Händler gekauft. Und das ist ja alles nicht schlimm, weil, wie gesagt, man findet die nicht mit dem Deckel. Sondern sagt einer, ja, du brauchst nur die Einsätze neu machen. Ja, das ist richtig, kann man. Aber das Lager, da ist so viel lose schon zwischen dem Lager, also quasi dem Lagerbock und dem Lager selber, dass ich mir sage, komm, das machen wir jetzt auch mit neu. Ich hätte auch gerne, waren wir ja, als ich den auseinandergebaut habe, viele gesagt, oh, da kannst du ja gleich den schick machen. Ja, hätte ich auch gerne gemacht, aber... Ach, Zeit. Weiß ich, ja, ich habe mir das leider alles... Ich hatte mir das ja wohl schon überlegt, dass ich das alles will. Aber irgendwie... Guck mal, Fett hat es nicht gelegen. Axel hat immer was dran gemacht. Aber hier, da ist das Lager am Arsch. Und na, vielleicht können wir das nachher noch besser sehen. Ich brauche einen Lappen. Aber es stinkt. Ja, das stinkt nach richtig schön Fett. Mhm. Alten Fett. Was ist hier? Familienpicknick? Ja, das Picknick fehlt ihm, das Essen irgendwie. Auf dem Kissen. Hat das Essen fehlt, ja. Da haben wir ja bei Regen, aber wir können ja ein bisschen in die Küche laufen, im Trocknen. So, die Lose. Ist hier noch so ein Ding. Ist da noch so ein... Da ist noch einer. So, wieder unseren guten Hakenschlüssel. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, aber ich freue mich drüber. Kannst du mal da weggehen? Hakenschlüssel drauf. So. Hämmerchen. Zack. Das geht dir wirklich einfach. Das geht mega einfach, ne? Und was hast du vorher da weggemacht? Vorher, das ist, hier zeige ich gleich nochmal. Oha, gefährlich hier. Also, das hier ist quasi die Mutter. Oha. Die Mutter, die kann weg. Das war die Kamerahund. Ja, und dann kommt hier dieser Sicherungsring. Der ja, soll, genau, das stinkt, siehst du? Ja, das riechst du nämlich auch. Na, dieser Sicherungsring, der hält sich hier auf der Welle. Das ist nichts zum Anlecken. Das ist nicht für dich. Guck mal, das kann ich mal da wieder reinschmeißen. Diesen Sicherungs... Reiser, ich hab mir was erklärt. Diesen Sicherungsring hier, der hat hier... Ja, genau, stinkt. Der hat hier so eine Nase, die hält sich auf der Welle. Und dann nimmt man nachher einen passenden von diesen Zehen hier und schlägt den quasi in die Mutter rein. Ah ja. Und damit hält sich das. So. Und jetzt haben wir beim letzten Mal uns ja bös gequält, um das abzukriegen. Und jetzt sagt dir jemand, wieso, du brauchst doch nur den Innenring nach drinnen hauen. Dann soll's gehen. Wir gucken mal. So, jetzt haben wir tatsächlich hier einen Ring und hier außen einen Ring. Quasi nicht außen, sondern der ist ja auch auf dem Lager drauf. Da werde ich jetzt nochmal wieder die Mutter raufdrehen. Weil die Mutter, mit der ziehst du das fest und dementsprechend, ja... Diesen dünnen mit dem dicken da, die beiden werden quasi verspannt. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Wenn ich den jetzt hier rauf mache, so. Oh, die Russen kommen. Guck mal hier, hast du das gesehen, wie sich das gelöst hat? Das ist ja, das kann ja, also, der war ja quasi außerhalb der Welle gerade. Jetzt ist er ja aber innerhalb der Welle. Das stimmt. Jetzt müsste das... Irgendwie. Das ist schon nach vorne gerutscht bis dahin. Nee, das Lager ist ja nicht nach vorne gerutscht. Das dahinter ist da nach vorne gerutscht. Jetzt haben wir das quasi entspannt. Jetzt nehme ich das hier trotzdem noch mal wieder weg. Habe ich natürlich drauf gehauen, ist natürlich für so ein Dings, aber es soll ja eh in Müll. Nicht so schlimm. Müssen wir mal hier. Na jetzt. Guck mal. Das ist gut. Na. Das ging aber jetzt einfach. Junge, mega. Vielen Dank für den Tipp. Beim letzten Mal, weißt du noch, zwei Mann, zwei Hammer, ging auch, aber war der verkehrte Weg. Die Lösung war die gleiche, das Lager kommt eh in Müll, scheißegal. Der Weg war verkehrt, hat aber funktioniert. Dies hier war der richtige Weg und ging wesentlich leichter.
Vielen, vielen Dank für den Tipp. Achso. Ab ist es. Kann man ja auch nicht anders sagen, ist ja auch sehr nachhaltig gebaut. Es gibt ja den Moment, ich hatte ja selber gedacht, mein Lager hier ist noch in Ordnung. Das habe ich nie so empfunden, dass das schlecht ist. Wenn ich das hier jetzt aber nehme, wenn man hier jetzt reinguckt, man kann das schwer sehen, aber das Lager an sich in dem Lagerbock hier, das bewegt sich auch. Also da ist auch lose drinne. Das kann ja hier drinne so gelenkmäßig arbeiten, aber wenn man das mal so links-rechts bewegt, ist da auch lose drinne. Und das Lager an sich, das ist eben auch im Arsch. Und wenn man das aber nicht mitkriegt, so wie ich, und dann geht das noch weiter auseinander und dann geht das auf die Welle, ist es gut gemacht. Der Lagerzapfen hier, der ist hier nochmal wieder verschraubt mit 4 Schrauben. Ich kann also mit 4 Schrauben den Lagerzapfen wegschmeißen. Wenn der hier verschlissen ist, brauchen wir den nicht irgendwie, brauchen wir keine komplett neue Welle kaufen, sondern oder Rolle, sondern ich kann hier meinen Lagerzapfen einfach tauschen. Hier kann man das einmal sehen, dass die hier vorne ist sie dünn und hier hinten ist sie dick, dass sie konisch ist. Ne? Die kommt hier ja nun rauf und im Grunde genommen kann man die als erstes rauf machen. Dann geht das hier hinterher. Man muss jetzt nur den Grat finden, weil ich muss ja hier vorne das Gewinde erwischen. Das ist jetzt mitgerutscht. Ne? Mal gucken, wie ich das hinzauber. Können das jetzt ein bisschen festziehen. Den Sicherungsring lasse ich jetzt noch weg. Das mache ich jetzt auch wie mit der Mulcherwelle hier oben. Ich werde erstmal das lose lassen. Und wenn wir es angeschraubt haben, dann werden wir diese Walze hier zentrieren. Und dann ziehe ich die fest. Und dann kommt natürlich auch der Sicherungsring davor. Dann haben wir da keine Spannung drin. Und wenn da keine Spannung drin ist, können wir uns sicher sein, dass wir da lange mit Freude haben. Das ist nicht zum Arbeiten, das ist eine Höhe verstellbar, Schätzelein. Man könnte jetzt die Rolle quasi noch einen höher machen, um noch einen tiefer zu kommen. Ja. Jetzt, gut, jetzt haben wir relativ, ja, also für mich passt das mit der Einstellung genauso. Der Oberlenker ist schon, ist aber schon ganz kurz, muss ich fairerweise sagen. Genau, der Oberlenker ist schon ganz kurz bei mir. Würde uns das noch helfen, wenn wir höher gehen, dann müsste der Oberlenker, nee. Dann würde er ja noch tiefer kommen. Nee, für uns passt das so, genau. Wir werden das jetzt festschrauben und dann, wenn das fest ist, werden wir die Welle mitteln, ne? Und dann ziehen wir die Lager fest. So, hier mit dem Schrauber, mit dem Blech hier sind Katharina jetzt und ich jetzt ein bisschen höher gegangen, als wir es vorhin angeschraubt haben. Deswegen ist hier so ein Spalt, in Anführungsstrichen kein Spalt, sondern deswegen ist hier die Farbe weg. Dafür ist es dann oben dichter dran. Ich sag mal, das ist auch egal, wie rum man das macht. Hier kann man das auch sehen, die Schrauben waren da tiefer und da auch. Dementsprechend wäre das Blech hier tiefer gekommen. Das ist jetzt dran. Die 4 Schrauben sind fest. Da hat Dücker sich ja überlegt, immer dieses Doppelmodern-Patent. Das haben wir wieder angewendet. Eine war ohne. Ich habe einfach die alten wiedergenommen. Das hat ewig gehalten. Warum soll das nicht immer noch halten? Jetzt gucken wir einmal. Jetzt ist das ja quasi hier alles fest. Jetzt zentrieren wir noch einmal. Im Grunde genommen ist es ja dieser Spalt hier. Da geht mein Finger jetzt nicht rein. Dann nehmen wir gleich mal einen Zollstock. Hier drüben geht mein Finger ein bisschen besser rein. Die Welle muss also noch ein kleines bisschen hier rüber. Das werden wir noch zentrieren. Und wenn das zentriert ist, dann nehmen wir die Muttern hier ab. Und dann kommt die Sicherungsplatte rauf und dann wird die Mutter festgezogen. Mit der Sicherungsplatte festgezogen. Das zeige ich euch gleich noch. Und dann ist das fertig. Ah, hier, Deckel drauf. So, hier ist jetzt hier oben dieser Schlitz. Dafür haben wir hier, zack, ein so ein Zähnchen. Der passt da rein. Zack, dann kommt hier die Mutti rauf und dann nehmen wir den Hakenschlüssel und ziehen das Ganze fest. Und wenn wir das fest haben, dann können wir hier oben das Plättchen einmal eindrücken, dass wir quasi damit die Mutter sichern, dass die sich nicht wieder löst. Und dann ist das schon fett. So, von Hause aus ist das schon fett drinne.
Ich bin also ein Freund von nochmal einen Schlag mehr. Gut. Nochmal auf der anderen Seite und dann Deckel rauf, fertig. So, die Riemen sind jetzt richtig schön stramm gespannt. Man kann die hier noch verdrehen, so ein bisschen. Das sind ja hier diese mega guten Optibelt-Riemen. Man hat ja hier die Spanneinrichtung und dann haben wir uns hier den Abstand gemessen, dass der quasi der Abstand genauso ist wie hier. Dann ist das wieder gerade und dann ist auch die Riemenscheibe gerade und das ist eh alles gerade. Nur die Welt ist krumm, aber ansonsten ist alles gerade. Nee, das ist alles tipptopp geworden. Jetzt kommt auch noch der Schutz rum. Zapfhölle rauf, anbauen und dann wird's lustig. Na, lustig wird's nicht, dann wird's gut. Hoffen wir doch. Doch, dann wird's gut. So ein 514, ne? Der kann auch Frontlader. Und hoch. Alter Verwalter. Das ist hier, ja. Aber Konsolen. Scheibe geht noch auf. Oh, toll. Geht beim Zylon nicht. Das ist echt ein Manko beim Zylon. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das liegt auch an mir als Frischluftfanatiker.
Schnauzi. Guck mal, es hat sich doch gelohnt. Sie ist 2 Meter mit zurückgefahren. Die hat eben schon die ganze Zeit hier vorgesessen, als du vorne warst und hat hier gewartet. Ja. Und, was sagst du? Ergebnis? Sehr schön. Ja, ne? Ist hier. Es hört sich richtig, richtig gut an. Total schön ganz ruhig. Ganz ruhig und leise. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat natürlich Geld gekostet, aber es war vorher, ich sag mal, gefühlt mit in den Preis eingehandelt beim Kaufen. Und da wollte ich ja noch die neuen Schlegel mit reinhandeln. Das wollte er damals nicht. Das hat mich so ein bisschen, naja, geärgert ja nicht. Hier, ich kann den Mann auch verstehen. Das war ganz in Ordnung. Wenn wir mal ganz viel Zeit haben, also wenn wir richtig viel Zeit haben, dann können wir den nochmal ein bisschen schick machen. In welchem Leben? Ja, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt, bevor wir losfahren, nochmal, also Heckmulche anbauen, ist auch klar und so. Das ist ja alles morgen. Das ist ja jetzt schon wieder 10:30. Das hat heute wieder irgendwie hat man sich hier, dann kam noch der und dann noch dies und dann noch das. Aber jetzt regnet es schon wieder. Morgen ist also noch nicht gleich Sonnenschein, also gleich losfahren können wir noch nicht. Es muss auch ein bisschen trocken sein zum Mulchen. Sonst hat das nicht viel Effekt. Wir wollen ja Rapsstoppeln mulchen und da wollen wir ja nun mal erreichen, dass die zum einen... Wartest du? Warte. Zum einen da noch ein paar Schoten aufplatzen und zum anderen, ja, dass da das vernünftig aufläuft. Ah, komm her hier. Kleiner Scheißer. So, Abflug. Ja, im Raps wollen wir eben erreichen, dass wir möglichst viele Schoten noch hochsaugen und die nochmal zum Aufplatzen bringen und ja, eben was dann auch so rumliegt und dann das Ganze so ein bisschen in den Boden drücken oder ein bisschen Staub aufmachen, wie auch immer. Staub ist ja bei Regen nicht, aber dass da quasi das Auflaufen einfach verbessert wird. Ne? Die beiden Andruckrollen heißen sie ja nicht, sie heißen ja Tastrollen, die laufen ja auch leise noch rüber. Und drücken ja auch noch ein bisschen was rein und dann läuft das eigentlich in der Regel mega cool auf. Also Raps, ja. Sicherlich ist das nicht die günstigste Form, aber Raps ist, was das angeht, in meinen Augen, es gibt ja Striegel und es gibt Walzen und es gibt Paddeln und Walzen und hin, es gibt eigentlich alles. Aber Mulchen ist zwar nicht die billigste Variante, aber in meinen Augen die beste. Was macht ihr denn da? Bist du Bescheid? Ist da ein Junge? Du hast einen Knall, hast du... Dafür, dass sie eben ganz doll müde war, ist sie jetzt ganz doll fit. Das ist über den Punkt hinweg. Ja, genau. Wie ein kleines Kind über den Punkt hinweg. Ich muss jetzt hier Vollgas geben. Nein. Nicht meine Sachen wegräumen. Aber irgendwas muss sie mit mir. Ja, der Wahnsinn. Ja, so, Lampe aus. Na. Ah, Fenster zu. Ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken. Ich hatte eigentlich Hoffnung, dass morgen das Wetter so gut ist. Je nachdem, wie das Wetter ist, können wir dann starten. Das hier macht erstmal einen sehr guten Eindruck. Das ist schon mal alles sehr gut. Achso, die beiden Augen muss ich noch abschrauben. Die sind nur lose drauf. Naja. Gut, die nehmen wir noch weg. Nicht, dass uns da noch was wegklüttert. Aber ansonsten haben wir das soweit schon mal megamäßig zusammen. Ne? Tada! Bisschen Arbeit war es, aber ansonsten... Aber es hört sich sehr gut an. Aber es hört sich mega cool an und ich glaube, das wird einen auf lange Sicht auch freuen. Das glaube ich auch. Das denke ich, ne? Mhm. Ich glaube auch. Also, was ich noch zum Frontenbucher sagen wollte, hier gibt es noch denn so ein Beiblatt natürlich, wie es gelaufen ist, also zulässige Unwucht nach Gütestufen. Dann wird einmal gesagt, hier der Radius von der ganzen Welle, da haben wir dann 140 mm Radius. Dann ist es so, dass dieser ganze Rotor gewogen wurde, der wiegt 320 Kilogramm. Dann gibt es hier eine Gütestufe, 16, dann die Betriebsumdrehung, 1800 Umdrehungen. Und Radius, Masse, Unwucht, 140. So, und dann ist es so, dass die zulässige Unwucht von Düker, die liegt bei 97 Gramm pro Seite. Und dann haben die Jungs das gewuchtet und wir sind jetzt auf der rechten Seite bei 14 und auf der linken Seite bei 47. Also hier einmal die Hälfte von dem, was er haben darf und hier ist das ja im Grunde genommen nicht mal ein Viertel. Ne? Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Das kriegt man dann damit zu und hat dann somit für sich selber einen Nachweis, wie gut das Ganze geworden ist. Ne?
Soll ich mal was sagen? Die würde das ja schon jetzt reizen, das andere auch alles rot anzupinseln. So schön, wie das aussieht. Pass mal auf. Nee, mach jetzt weiter. Achso, ich bin fertig. Was hast du gesagt? Ich würde das reizen, das anzumalen? Wann fängst du an? Ja, wenn du das abgeschliffen hast. Ja, wenn du das abgeschliffen hast. Hier. Winter 2022, 21. Ja, fertig. Das hier ist erstmal fertig. Ein sogenanntes Provisorium schon wieder, ne? Oder was sagst du? Ist vielleicht ein bisschen mehr als Provisorium, ein bisschen besser. Aber das ist jetzt der erste Versuch, mein Prototyp, geklaut bei einem anderen Mulcherhersteller. Die haben das nämlich schon so gebaut. Und zwar ist ja der Plan, dass dieses hier jetzt, quasi dieser Gummilappen, du filmst da gar nicht richtig hin. Da ist, ich hab drauf den Gummilappen, soll ich so filmen? Dieser Gummilappen ist von der Sachlage her, wenn man jetzt von hier einmal guckt, ist der höher als der Gummilappen. So, der ist eh, aber wir haben kein Material mehr. Eigentlich ist der schon zu kurz. Im Ursprung ist der länger, das ist schon Nachbau. Ich habe einfach nur Gummi gekauft im Netz. Wäre der noch ein bisschen länger. Muss man mal gucken. Dieses ist jetzt alles, was quasi von hier unten, man kann ja denn, oh, kriegen wir das irgendwie hin? Da kommen die Schlegelmulcher, da kommen sie. Und die Steine fliegen ja dann hier und kommen dann ja hier, beziehungsweise es geht ja auch höher. Oder der Moment, so ist es und dann fliegt es raus. Ne? So, und dann kann man hier sehen, hier kommt es alles an. Und dann kann man hier vorne sehen, hier kommt es auch alles an. Es geht überall hin, ne? Das sieht nicht schön aus. Ja, und wenn man jetzt von hier guckt, ist das nochmal so eine zusätzliche Wand davor, die im Grunde genommen verhindern soll, dass da unten was gegenfliegt, können wir nicht verhindern. Aber das ist nur mal ein Beispiel, was hier fliegt. Es fliegt immer. Und ich will ja nicht, dass es da oben in meinen Scheiben landet. Das ist ja viel wichtiger. Und wenn meinetwegen irgendwo, ich halte immer an, wenn irgendwo auf dem Fußweg Menschen sind oder so. Aber trotzdem, du weißt das ja immer nicht. Und deswegen, ich finde es immer schöner, ich will das mal ausprobieren. Das war jetzt hier ein bisschen Arbeit, aber vom Material her hat das nicht wirklich was gekostet. So ein bisschen Gummi und so ein bisschen Eisen hier. Ich habe das auch so gebaut. Ein bisschen Farbe, Grundierung, okay. Ein bisschen Schweiß hier, wie heißt das? Elektroden und so. Das ist natürlich kostet als Aufwasser, aber ich glaube, es kann sehr gut sein. Und ich habe es jetzt so gebaut, dass ich es jederzeit hier wieder abziehen kann. Wenn man jetzt in Bestand kommt zum Beispiel, wo richtig viel... was weiß ich, wenn du so eine Stilllegung mulchst, wo richtig viel Krams ist, dann kann das ja ab. Dann muss das ja nicht ran. Dann nimmt man die beiden Schrauben raus, dann kann man das rausziehen und dann ist das wieder weg. Das ist ja rein dafür, wenn man jetzt auf Rapsstoppeln und auf Maisstoppeln ist, dass man da so ein bisschen was für die Sicherheit macht. Ne? So ist mein Gedankengang. Ich werde das mal ausprobieren. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, weil wie gesagt, der Weg nach oben, der ist hier nochmal zusätzlich gebremst. Wir werden mal gucken, wie sich das verhält. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwo 5 Milliarden Ketten, sonst hätte man ja auch so einen Kettenschutz machen können. Und ach, man kann so viel machen. Das ist jetzt mal der erste Probeschuss. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Damit werden wir uns erstmal ganz gut helfen. Ich werde das im Feldversuch jetzt ausprobieren. Und dann denke ich, dass wir in der nächsten Folge werden wir das schon sehen. Genau. Das Wetter bremst uns. Also es hat den Vorteil, dass ich sowas machen kann hier. Aber das Wetter an sich, das bremst uns und wir kommen nicht so richtig auf den Acker, weil es einfach zu nass ist. Wenn ich jetzt rapstoppeln, will ich ja mulchen und da muss schon eine gewisse Feuchtigkeit raus sein, damit der Raps auch quasi vom Mulcher so ein bisschen angesogen wird, so ein bisschen die letzten Schoten aufplatzen, damit die Rapskörner da auch rauspurzeln. Und ja, das will man ja erreichen. Und wenn das nass ist, liegt das am Boden und dann nützt einem das auch nichts. Ich hoffe, dass das irgendwie die nächsten Tage besser wird. Das ist 2 Tage soll das noch scheiße bleiben. Nicht so schön bleiben. Wir werden sehen. Wie gesagt, das ist jetzt das Ding. Das haben wir fertig. Ne? Und hier das. Also das war dann, habt ihr ja schön, das war mal eine ganz lautlose Geschichte. Ne? Schön leise das Video. Ach, herrlich. Und dann
haben wir ja das auch gesehen gestern noch. Wie gesagt, der ist nun auch fertig. Wir haben jetzt wieder beide im Einsatz. Da ist die Kette gar nicht dran. Oh, die lenkt da noch so runter. Das ist ja ein Ding. Naja, auf jeden Fall ist soweit alles zusammen hier. Zack, da können wir mit los. Das ne? stimmt. Ich bin begeistert, dass das Ding so ruhig ist. Ja, ich bin das da auch total begeistert. Sehr gut. Gut, das soll es dann auch zu diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch wie immer, das ist ja auch, wir können das ja gar nicht voraussetzen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ne? Ja, hoffen wir. Hoffen wir. Und wenn ja, lasst gerne einen Daumen da, schreibt einen kleinen Kommentar. Und dann packen wir im Anschluss noch ein paar Pakete aus. Genau, ja. Also wer Lust hat, kann auch dranbleiben, ein paar Pakete auspacken. Die anderen abschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Wie, das ist alles definiert heute? Ja, ist heute alles definiert. Das ist ja schön, das freut einen. Eins nicht. Hat mir auch nicht geschrieben. Nee, bei dem Artikel wüsste ich das. Nee, das alles gut. Das habe ich nicht. Also, wir fangen mal an. Ja. Ich habe schon einmal aufgemacht. Ja, das liegt ja aber auch daran, weil der Schnüffelgott, der kriegt ja der auch alles mit. Der Schnüffelgott. Wo ist er? Wir gucken mal. Schnüffelgott. Püppi. Die macht da Scheiße. Nein. Was? Naschen. Egal, auf jeden Fall. Kommt doch schon. Ich habe ja gesagt, sie kriegt ein Naschi. Der Schnüffelgott weiß ja immer, welche Pakete für sie sind. Bitte. Hier kannst du auch rausgehen. Aus nicht hier dran. Der Schnüffelgott hat nämlich von Wolfgang Nordostbayern viel Spaß mit euren Wünschen und vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Jede Woche Gruß aus Nordostbayern von Wolfgang. Ja, Wolfgang. Also der Hund, der hat sich mega gefreut. Wie gesagt, ich habe leider schon zwischendurch mal was ihr gegeben, weil sie hat da so dran rumgeschnüffelt. Das Einzige ist, wir müssen ihr mal irgendwann beibringen, den Teller aufzuräumen. Aber ansonsten... Das werden wir nie hinkriegen, glaube ich. Nee. Sie ist da... Ist da ein bisschen... So sieht es auch drüben im Haus aus. Das hat sie, verteilt sie das genauso. Also, ja, irgendwann sammelt sie es dann wieder. Mega cool. Ja, neulich hatte mir schon einer geschrieben, Mensch, was hast du denn immer so für Handschuhe? Alle. Ich probiere sie alle mal irgendwie aus. Diese hier haben mir jetzt also generell ganz gut gefallen. Und ich denke mal, so da steht auch der Hersteller Uwex drauf. Dass die, ich glaube, die machen auch nicht so viel Blödsinn. Ich habe ja die in Rosa mal gehabt. Ich finde die mega gut. Ja, so, das ist immer so. Dann hast du, wann trägt man mal Handschuhe? Ne? Bei so kleinen Fisselmontagearbeit macht man das nicht. Dann ist wieder so fettig. Dann denkst du, oh, wenn das so fettig ist, dann ist das in der Handschuhe. Dann trägst du das. Das ist immer schwierig. Handschuhe, ich trage gerne mal Handschuhe, aber ich trage auch nicht so gerne Handschuhe. Also, das ist... Scheiße. Der Einzige, wo ich weiß, wo ich wirklich Handschuhe brauche, ist, wenn ich eine Besen und Schaufel in der Hand nehme, weil ich kriege sofort hier Schwielen, wenn ich nicht Besen oder Schaufel, also wenn ich keine Handschuhe habe. Arbeit liegt mir nicht so, das ist nicht so meins. Die Handschuhe von André. André. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk, sei immer gut geschützt, mach weiter mit den tollen Videos. Ja, André, das machen wir. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank für die Handschuhe. Die wurden schon mehrmals durch die Gegend getragen. Die hat der Hund schon durch die Gegend getragen. Ich musste mal gucken. Aber wo ich die, du hast das auch gefilmt, wo ich den Schnipsel hinpacke. Ich glaube, du hast das einmal gefilmt sogar. Was für ein Schnipsel? Den Filmschnipsel. Ja, den habe ich, das habe ich gefilmt. Ja, den packe ich in Anschluss hier rein. Dann hier. Ah, Anti weg. Von Alexander. Hallo ihr drei. Axel, da du noch auch gerne deine Abdeckung für den Kugelkopf der AHK, also der Anhängerkupplung, verlierst. Grüße aus Neuburg an der Donau Bayern. PS. Meine halten schon 2 Wochen. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast die in der Hand gehabt und seitdem sind sie verschwunden. Ja, genau. Und jetzt bin ich wieder schuld. Ja, genau. Du bist mit dem... Ich mach die Verhüter, lies immer drauf. Und dann sind die immer definiert an einem Platz. Du spinnst, Schatz. Vielen, vielen lieben Dank für die Kappen. Die helfen uns. Ich wollte gerade sagen, die sind ja auch hier mit Halt mich fest. Halt. Aber ist denn... Moment. Ja, das habe ich schon wieder umgetauscht. Aha, da ist doch eine drauf. Ja. Na gut. Mein Auto hat immer eine. Ja, dein Auto ist immer geschützt. Das ist schön. So, dann haben wir... Oh ja, hier ist noch was. Ach, da haben wir auch schon genascht. Also der Hund. Ja. Die sind auch... Ich muss das mal so aufmachen. Oh. So rabiat. Die sind richtig cool. Das war... Was ist denn da überhaupt drin? 2 Meter Kaurolle mit Ente. Ja. Ja. Irre, tierisches Nebenerzeugnis. Ja. Von Tobias ist das. Ja, Tobias. Der Hund ist begeistert. Ja, riecht nach Hundefutter. Das hast du auch gerochen, ne?
Also, ja. Tobias. Vielen, vielen Dank. Vielen, also, die vielen findet sie Dank. Super lecker. Wie gesagt, also sind ja 6 normalerweise drin, man zählt ja nur noch 4. Also sie hat schon 2 gegessen davon. Ne? Sowas ist schön. Zum Kauen ist gut, sag, ne? Sag mal, hast du denn auch gesunde, saubere Zähne? Ja. Ja, sind da. So, das packen wir mal hier rüber. Ja, schmeiß mal dann rüber. Dann haben wir hier, also, ja, das ist auch für dich. Also so fast alles für dich. Einmal hier, das für dich. Ja, eine Topfbürste. Ich hatte ja irgendwie nur noch, ich hatte eine, da passte das Gewinde nicht. Normalerweise ist das immer M14 und ich hatte so eine Topfbürste, ich weiß nicht, gut, wie der Erde, passte das Gewinde nicht. Und jetzt haben wir mal wieder eine, die auch dann passt. Ich habe ja diese andere verwendet, die außen die Bürsten hat. Ja, war nicht so gut. Ich dachte mir, so eine Topfbürste kann nicht schaden. Also, für die Topfbürste und hier. Ja, hier. Du musst ja den Namen noch erzählen. Ja, das ist von Josef. Aha, von Josef. Also, ich sage schon mal vielen Dank für die Topfbürste. Die hilft mir nämlich sehr gut weiter. Das hatten wir auch schon. Ja. Und es wurde hier schon alles durch die Gegend getragen. Das ist hier so ein Kaffeeholz. Sie kaut nämlich gerne auf Rinde und baut sich irgendwelche Stöcker ab. Und das finde ich nicht so gut, weil das so splittert. Und sie kaut halt gerne mal auf sowas drauf rum. Und da ist das Kaffeeholz wesentlich besser, weil das ist ja nicht so splittermäßig. Auch wenn Holz nicht so toll sein soll für Hunde, das weiß ich auch. Oh, guck mal, jetzt entdeckt sie, dass da noch Rinderhaut rumgefallen ist. Aber manchmal kaut sie da drauf rum, bevor sie sich irgendwelche Äste abbeißt oder so. Ich glaube, das ist dann schon besser. Dann hat Wolfgang noch, achso hier, Hähnchenbrustfilet für den Hund. Aha. Auch noch was zu naschen. Das bleibt aber jetzt zu. Ne? Und dann hat er geschrieben, viel Vergnügen mit deinem Geschenk und liebe Grüße aus dem Bayerischen Wald. PS, Hund nicht mal aus Versehen überfahren. Schad drum um den Hund, glaube ich, soll das heißen. Ja. Stimmt. Also da muss Axel aufpassen. Ich bin schon mal drüber gefahren. Ja, einmal hat er schon gemacht. Wir sind schon mal einmal, war sie hier mit den Pfoten. Da ist ein Ball. Ich bin mit dem 106er gefahren, als wir Holz gemacht haben. Da gibt es ja auch Videos zu. Und da ist sie nebenher gelaufen und dann ist der Ball und das Rad gekommen und sie wollte da unbedingt hin und dann bin ich, ja. Habe ich eine Vollbremse gemacht und dann bin ich über eine Pfote rüber gefahren. Und es ist glücklicherweise fast nichts passiert, außer, gib mal so eine Pfote her, außer dass hier, ja, kann ich mal deine Pfote, kann ich die mal haben? Da, dass so ein Ballen aufgeplatzt ist und das hat ein bisschen geblutet, ne? Ein bisschen, das war ganz schön doll schon mit Bluten, das war nicht schön. Auf jeden Fall Verband rum und hier ist wieder von alleine geheilt. Ja, und Prellung hatte sie noch ein bisschen, da lief sie Aber das hat sie auch wieder nicht gestört. Ja, es war Gott sei Dank. Man muss da ganz, ganz viel aufpassen, das ist so. Und man versucht das auch immer. Aber es gibt auch mal Situationen, das heißt ja nicht umsonst Unfall. Das ist ja nicht mit Absicht gemacht, sondern es ist ein Unfall. Und so war es ja auch. Und ja, es ist aber alles gut gegangen. Und da sind wir auch sehr froh drüber, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja. Haben wir hier noch was von Wolfgang? Also ja. Das ist, glaube ich, ein anderer Wolfgang. Das ist ein anderer Wolfgang. Das ist ein anderer Wolfgang. Und Wolfgang... Der war jetzt gut gemeint mit meinem Mann. Ach, ich kann es gar nicht, das ist so schwer hier. Wir können jetzt nicht mehr so aufhören. Oh ja, das ist gut. Guck mal, was steht hier noch? Achso, nee, das hast du da reingemacht. Ja. Oh, hier ist noch Trikots. Brauche ich nicht. Das kommt im Müll hier rein. Ja, Wolfgang, das ist mega cool. Schön 2,5 Liter Fässer, Krombacher. Joa, da sind die nächsten 2 Abende gerettet. Ne? Dann kannst du auch nochmal 10%. Und nochmal 10% auf alles. Ja, absolut cool. Da muss irgendeiner kommen und mir helfen von meinen Jungs. Aber schlecht wird's nicht. Nein, schlecht wird's nicht. Aber das kriegen wir hin. Das stehen wir erstmal schön kalt und dann wird das nämlich auch richtig cool. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. So, und dann haben wir noch eine Sache. Ja. Da hat derjenige, das muss ich vorweg sagen, der hat bestimmt gedacht, Alter, warum setzt er das auf die Liste? Ist er denn total bekloppt? Was hat der da? Es ist nicht für mich zum Singen. Nee, genau. Es ist nicht für Katharina zum Singen und nichts, sondern das ist eine Idee von mir, weil ich weiß, wie so ein Teil aufgebaut ist und es bietet das, was ich noch gesucht habe. Und zwar habe ich einen Mikrofonständer auf die Liste gesetzt. Und der wurde auch von einem Unbekannten von euch gekauft.
dafür schon mal erstmal. Super, vielen Dank. Super, super vielen lieben Dank. Ich zeige euch kurz, wie es ist. Genau, den macht man auseinander und runter. Na, mit dem Musikständer hänge ich schon auf. Ja, das ist alles klar. Und diesen hier kann man jetzt nämlich so ausziehen. Das brauchen wir hier nicht, unwichtig. Und jetzt kommt hier oben kommt ein GoPro-Halter rauf. Und dann klippe ich hier oben. Haben wir irgendein Musterbeispiel? Ja, hier zu hier. Also so sieht ja quasi so ein Halter, der an der GoPro dran ist, aus. Und dazu das Gegenstück kommt hier rauf und dann kann ich hier immer meine GoPro raufschieben. Und wenn wir denn irgendwo nämlich was filmen wollen, der ist jetzt noch nicht ausgefahren. Den kann ich noch an der Höhe ausfahren. Und dann ist das quasi ein super mega Stativ für die GoPro. Weil du hast manchmal was, dass du quasi, ja, musst du drehen, genau, und lösen und dann kannst du den hochziehen noch. Die GoPro ist ja nicht schwer, die kann hier locker dran. Und dann kann ich eben auch mal hier oben dran gehängt, so von oben irgendwo filmen. Und auch mit dem langen Arm oben rüber. Was nehme ich jetzt immer? Als Stativ? Eine Leiter. Ja, ich nehme immer die gute Haushaltsleiter und stelle mein Dreibein auf die Haushaltsleiter. Und hiermit kann man eben mega geil, flexibel sich das zurechtbauen. Also das ist total cool, da hoffe ich, dass man da vielleicht noch ein paar coole andere Blickwinkel hinkriegt. So ist der Plan. Ja, ich mach mal ein Foto davon irgendwann und teile das mal auf Insta. Genau, zu sehen auf Insta, exklusiv. Cool. Also ihr Lieben, vielen Dank. Mega cool. Vielen, vielen lieben Dank für den Support und ja, bleibt weiter gesund und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.